Ich begrüße Sie im Namen der Rindaler Kulturstiftung ganz herzlich heute Abend hier im Kinotheater Madeleine. Wir verleihen heute Abend wiederum den Rindaler Kulturpreis, den Goldenen Türken. Der Rindaler Kulturpreis ist mit 15'000 Franken dotiert. Und es hat sich bisher bei allen Preisträgerinnen und Preisträgern gezeigt, dass der monetäre Preis wirklich eine gute Investition ist, die in Form von neuen kulturellen Aktivitäten oder Produkten wieder in unsere Region zurückfließt und das kulturelle Leben bereichert. Und das Jahr 2019, the winner is der Kuno Bond. Herzliche Gratulation und ganz einen grossen Applaus. Aber Sie wissen, dass hervorragende künstlerische Leistung fällt nicht vom Himmel. Sie muss sich entwickeln und sie muss sich auch entwickeln können. Und aus diesem Grund erachtet die Rindaler Kulturstiftung nebst der finanziellen Förderung als wichtig, dass sie die öffentliche Wahrnehmung unterstützt und damit junge Künstlerinnen und Künstler fördert. So hat der Stiftungsrat beschlossen, nebst dem Goldenen Türken einen Nachwuchspreis zu stiften, den Grünen Türken. Zum Preisträger vom ersten Grünen Türken, the winner is, der Philipp Heule. Auch ihm Gratulation und ganz einen grossen Applaus. Eine Einstimmung. An dieser Landschaft lässt sich ablesen, wie die Menschen funktionieren. Sie funktionieren nämlich gar nicht. Sie haben keinen wirklichen Plan. Sie machen einfach nur und folgen und ziehen ihre Kreise, fahren rum von der einen Ecke in die nächste. Die einen wohnen da, wo der andere arbeitet, und die eine arbeitet da, wo der andere wohnt. Begegnen tut man sich nur noch im Stau oder bei einer Massenkarambolage. Wir müssen sie akzeptieren, unsere Unfähigkeit zu leben. Das sind die letzten Worte der Oma in Spekulanten. Danach sagt sie nur noch, manchmal haben wir hier ein schönes Licht und dann ist sie tot. Der Ausschnitt steht stellvertretend und könnte gut auch ein anderer sein. Er steht stellvertretend für diese Art von Stimmungen, die Philipp Heule mit seinen Stücken als Autor und Regisseur hervorzubringen vermag. Stimmungen zwischen Erkenntnis und Untergang, zwischen Komik und Tragik, zwischen Alltagsszene und Ausnahmesituation. Stimmungen also, die eine Spannung in sich tragen und sich ständig an etwas reiben. Stimmungen, die gleichzeitig grotesk und feinsinnig, laut und leise sind, ironisch absurd und geschmeidig liebevoll. Szenenbilder, die gleichzeitig wehtun und beglücken, die lustig sind, uns zum Lachen bringen und gleichzeitig irritieren, vielleicht auch ärgern. Wie geht das? Philipp Heule ist einer, der genau hinschaut. Er ist ein empfindsamer Beobachter seiner Zeit und seines Umfelds. Dabei lässt er sich selbst nicht außen vor, im Gegenteil. Er geht von sich aus, untersucht seine eigenen blinden Flecken. Fingerzeig auf andere ist nicht sein Ding, moralisierend meidet er mindestens so sehr wie der Teufel das Weihwasser. Und doch fühlt man sich als Publikum seiner Stücke angesprochen.
direkt gemeint und irgendwie ausgesetzt. Bin ich das? Um dann zu denken, aber nein, das sind die anderen, die er meint. Philipp Heule ist einer, der schonungslos vorgeht. Er umkreist den Abgrund, dem wir lieber den Rücken zukehren, den wir ausblenden. Das macht seine Texte und Bühnenstücke auf eine unspektakuläre Art politisch. Philipp Heule ist einer, der Haltung einnimmt und keiner, der abhaut. Für Spekulanten hat er zwar ins Rheintal geschaut, hat befragt und zugehört und ist mit dem Stück Fünf Personen spielen 24 verschiedene Rollen. Er ist mit dem Stück dem Rhein entlang und bis nach Chur getourt. Doch wer das Stück als Lokalbericht bezeichnet oder gar als Verleumdungsrapport empfindet, schrammt am Wesentlichen vorbei. Es sind keine Abrechnungen, die er serviert. Der Blick richtet sich auf etwas Universelles, auf Menschliches, auf Zeiterscheinungen. Es sind Gesellschaftsbeobachtungen. Spekulanten würde auch rein abwärts funktionieren oder irgendwo. Philipp Heule ist einer, der in Bildern schreibt und denkt. Seine Stücke sind Parabeln. Das Theater, die Bühne, ist für ihn der Ort, wo modellhaft die Welt als Spiel gezeigt, vorgeführt, reflektiert werden kann. Das kann schon auch mal wehtun und trotzdem beglücken. Philipp Heule ist einer, der die Überforderung sucht, auch im Wissen, dass wir alle permanent überfordert sind. So scheute er sich nicht, 2015 im Fußballstadion St. Jakob in Basel eine Schlacht zu produzieren. Eine historische eigentlich, aber es ging dann eben doch um das Heute, um aktuelles Schlachtenverhalten im Fußball wie im Weltgefüge. Er tat dies gemeinsam mit seinem 2015 gegründeten Performance-Kollektiv Helium X. Nach Die große Schlacht folgte dann 2017 die große Krise und nochmals zwei Jahre später, also dieses Jahr, das große Drama. Helium X entwickelt die Stücke gemeinsam im Kollektiv, prozesshaft und kontrovers. Das Kollektiv wählt also die Überforderung inhaltlich als Thema und methodisch als Vorgehen. Nichts Geringeres als eine europäische Bestandesaufnahme zu machen, hat sich Philipp Heule für seinen Aufenthalt in Rom in den kommenden 3 Monaten vorgenommen. Vom Kanton hat er für 3 Monate die Rom-Wohnung zugesprochen bekommen. So kann er sich auch wieder Zeit zum Schreiben nehmen ohne Auftrag. Sie sehen, grün im Sinne eines grünen Türker ist Philipp Heule schon lange nicht mehr. Er tummelt sich längst nicht mehr am Anfang einer Karriere, sondern gehört zu den erfolgreichsten und begehrtesten jungen Theatermachern der Schweiz. Umso wichtiger, ihn und sein Schaffen und Wirken aus dem Rheintal heraus wahrzunehmen und zu würdigen. Und Hand aufs Herz ist es auch umgekehrt. Er ehrt mit seinem Schaffen uns, das Rheintal, und macht uns stolz. Und dies trotz oder gerade weil er anregt, genau darüber, über uns, das Rheintal und die Einbettung in die Welt nachzudenken, ehrlich nachzudenken und dabei den Humor nicht zu verlieren. Herzliche Gratulation, Philipp. Herzliche Gratulation, also grüne Türke, das ist wunderbar. Und die Auszeichnung, wo Sie hoffentlich dann auch aufhängen und sich als Botschafter von der Rheintaler Kultur in Rom und international zeigen. Nochmal ganz, ganz herzliche Gratulation und ich möchte nachher ganz kurz dann noch den Text vorlesen. Ist das für Sie okay so? Ja, das ist okay. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Also Philipp Heule erhält den ersten grünen Türken, den Förderpreis der Rheintaler Nachwuchskünstler und Nachwuchskulturschaffenden. Ausgezeichnet werden seine bereits reichhaltigen, an Komik und Satire orientierten Leistungen als Autor und als Theaterregisseur. Und wir freuen uns wirklich riesig, wenn wir viel Neues noch von Ihnen erfahren dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel nervöser man ist, wenn man auf der Bühne steht als Mensch, nicht als Schauspieler. Vorher denke ich, das Stegeli da oben repräsentiert eigentlich wunderbar den halsbrecherischen Weg auf die Bühne. Ja, ich möchte mich einfach bedanken für den wunderbaren Preis. Corinne Dörger, eine besondere Ehre, dass ich der Erste darf sein, der das überkommt. Es ist eine tolle Bestärkung und Bestätigung, eine tolle Motivation für meine Arbeit weiterhin. Ich möchte mich bei allen Kulturinteressierten bedanken und die auch da so zahlreich erschienen sind, weil ohne Publikum kann man den Laden ja zumachen und das wäre nicht so schön. Und, also nicht so schön für Künstler, aber auch nicht so schön für das Publikum. Ich möchte mich natürlich beim Rheintal bedanken, wo ein nachhaltigen Nährboden mehr gibt für Inspirationen. Auch und vielleicht auch gerade, weil der Nährboden nicht nur Nährstoff beinhaltet, sondern auch die ein oder andere toxische Substanz. ich möchte mich, und weil ich auch einen grünen Tag bekomme, beim Mais bedanken. Stellvertretend für all die Kulturpflanzen, die von weit her hier angekommen sind, um unser kleines Land gross und stark zu machen. Vielen Dank.
Zum ersten Mal begegnet sind wir uns einen Steinwurf von hier entfernt. Es sind bald 40 Jahre her. Ich war Redaktorin beim Rindtaler. Gerade hier über der Strasse war ich hier noch sehr brutal. Er hat als Kanzlist auf der Gemeinde Oberien gearbeitet, seinen Brotjob. Nebenamtlich war er für uns Korrespondent für das Oberrintel. Er hat mir auf Anhieb gefallen. Er hatte immer gute Laune und er hat alles gemacht. Auch alles, was uns selber gestunken hat. Unterhaltungsabend am Wochenende, Bürgerversammlungen, Kilbi, Eierlesen am Ostermäntig, Schwingfest, Funkensonntag. Seine Berichte hat er immer ganz termintreu abgeliefert. Und ganz speziell, er hat fantastische Fotos mitgebracht. Selber aufgenommen natürlich, aber sogar selber entwickelt und vergrössert, weil dort war noch nichts mit digitalen Bildern. Auffallend gute Fotos. 1984 haben wir ihn dann in die Redaktion hineingeholt. Und dann haben wir Büro an Büro gearbeitet. Wir waren ein gutes Team, eine Viererbande. Der Hans-Jörg hat auch noch dazugehört und das Vreni. Der Kuno und der Hans-Jörg haben das Büro geteilt. Geteilt haben sie aber auch eine grosse Leidenschaft. Polizeifunk abhören. Das wäre natürlich verboten gewesen, keine Frage. Wir vier haben da schon dicht gehalten. Und trotzdem ist die Polizei stutzig geworden. Es ist nämlich immer wieder vorgekommen, dass bei einem spektakulären Unfall auf der N13, damals noch eine zweispurige Todesstrecke, unsere rasenden Reporter schon vor der Polizei am Unfallort eingetroffen sind und immer exklusive Bilder auf die Redaktion gebracht haben. Und ganz genau haben wir es dann mit unserer Chronistenpflicht auch an der Fasnacht genommen. Legendär ist, dass wir alljährlich ganz gewissenhaft eine Tour durch die schummrigst dekorierten Beizen Rintel auf und Rintel ab gemacht haben. Auch hier, der Kuno hat sensationelle Bilder gemacht. Im Rindtaler ist dann immer eine viel beachtete Sonderseite über unseren Ausflug erschienen. Nein, natürlich, wir haben auch und vor allem sehr seriöse guten Journalismus gemacht. Der Kuno nimmer müde, sprühend vor Energie, immer im Schuss gewesen, immer an mehreren Geschichten gleichzeitig dran. 1988 habe ich dann den Rintal Richtung Luzern verlassen. Der Kuno hat sich auch bald einmal neu orientiert. Und spätestens da habe ich gemerkt, der Kuno ist ein Verwandlungskünstler. Er erfindet sich immer wieder neu. Zuerst ist er, wir haben es gehört, Gemeindamme von Rütti geworden und ein paar Jahre später Chefredakteur vom W&O im Buchs. Er hat fast nie länger als 7 Jahre das Gleiche gemacht, hat er mir kürzlich gesagt. Gemeindeverwaltung, Journalismus, Politik, das waren die 3 Fixpunkte in dieser Lebensphase gewesen. Von 1982 bis 1999, haben wir auch gehört, ist er auch im Kantonsrat gesessen. Aber in ihm haben noch ganz andere Verwandlungen geschlummert. Mit dem Fotografieren hat es sich angekündigt. Und auch, dass er 1990 angefangen hat, autodidaktisch in die Filmbranche einzusteigen. Ab der Jahrtausendwende ist es dann richtig losgegangen. Von dort an hat es 3 Gespann Autor, Regisseur, Produzent geheissen. Im Jahr 2000 hat das Theater das Deckelbad im Fabrikli im Buchs aufgeführt. Es ist eine selber recherchierte Geschichte von der Dienstmagd Katharina Walser, die von der Behörde entmündigt, eingesperrt und vergessen worden ist. Eine wahre Geschichte. 2001 keine Aufführung, aber dafür umso intensivere Knochenarbeit,
damit er 2002 mit dem Dokumentarfilm «Die Reinholzer» an die Öffentlichkeit gehen konnte. Es ist zu seinem Schlüsselwerk geworden. Zum Ausgangspunkt von seiner sprudelnd kreativen Entwicklung. Aber dass der Kuno Ponte mal Operndirektor wird, hätte ich vor 40 Jahren niemandem geglaubt. Er hat das Schlossfest Schwil-Werdenberg vor dem End gerettet. Dann macht er auch noch tolle Musicals. Aber das Wichtigste für ihn sei das Filmen. Da finde ich eher den grösstmöglichen Freiraum. Eine Idee, eine Geschichte, die er im Kopf hätte, zum Leben erwecken. Da laufe ich so vieles zusammen. Und mit diesen Bildern andere begeistern können, das sei seine Leidenschaft. In Zukunft möchte er aber noch mehr Kamera selber führen. Möglichst noch mehr Kunst in seine Filme reinbringen. Es braucht eine riesige Leidenschaft, über Jahrzehnte sich derart stark, innovativ und unermüdlich für die Kultur von einer Region einzusetzen. Von einer Region? Von unserer Region und unserer Bevölkerung. Mit seinen Film und Theater macht er uns Stück für Stück mehr vertraut mit unserer eigenen Herkunft, mit unserer eigenen Mentalität. Auf illustrative, sinnliche Art hilft er uns, besser zu verstehen, wer wir sind, wir Rheintaler und Werdenberger. Der Kuno ist beseelt von einer riesigen Leidenschaft für alles Kreative und Unangepasste. Er ist ein Freigeist, aber ein Freigeist mit Machermentalität. Während andere in schön geistigen Sphären schweben, aber nie wirklich den Fuß auf den Boden bringen, geht er beherzt drauf los. Zur Not auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Was er sich in den Kopf gesetzt hat, sitzt er auch um. Und zwar von innen treiben, ohne schielen auf das, was rechts und links passiert, was auf dem Markt heute üblich ist. Es sei ein Herzpflaster, die Filmerei mit Zentrum in Zürich. Als Landei sei man ein Exot. Es sei nicht einfach, ihnen zu beweisen, dass man es könne. Und da ist wieder sein hartnäckiger Oberrieterkopf auf Vorteil. Aber so hebt er sich auch wohltuend ab von so vielen aus der heutigen Filmergeneration, wo dort professionelle Glätte auffallen. Kunos Blick ist nicht zum Vornherein auf den kommerziellen Erfolg ausgerichtet. Er ist auch keiner, der für Preis arbeitet. Obwohl Preis und Auszeichnungen, wir haben es am Anfang schon gehört, in der Regel sehr schöne Effekte auf das künstlerische Arbeiten haben können. Darum bin ich sehr gespannt, welches die nächsten Verwandlungen vom Kuno sind. Auf was wir uns alle als nächstes gefasst machen dürfen. Kuno, ich freue mich auf deine weiteren Taten. Ich habe das Privileg, dass ich dem Kuno heute einen Anerkennungspreis überreichen darf. Und zwar der Goldige Türke. Kuno, ganz, ganz herzliche Gratulation. Und wie gesagt, also Preise sind ja immer auch eine Motivation. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt, was du als nächstes im Köcher hast. Und wir freuen uns unendlich auf weitere Kulturtaten von dir. Ganz grossen Applaus. Der Preis freut mich außerordentlich, weil er aus meiner Heimat kommt. Und weil er von der Rheintaler Kulturstiftung kommt.
Dort haben sie wahrscheinlich eben ab und zu gedacht, ist jetzt das engständiger, hergeränder, so gehabt vom Obrieren. Aber wir haben uns ab und zu gegrieben und ich muss sagen, ich träge niemandem etwas nach, zu hoffentlich mir auch nicht. Aber es ist immer, hat es irgendwie dazu beigetragen, dass es noch besser geworden ist. Und sehr ist eigentlich da, weil ja müsst rausschauen. Top-Leistung. Der Goldene Türken freut mich vor allem, weil es kein Oscar ist. Er ist nicht so glänzig und so flach, sondern er hat einen Haufen Körner. Ist viel uneben. Und da gibt mir Gelegenheit, all denen zu danken, die mitgemacht haben bei mir immer wieder, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, meine Spinnereien im Kopf zu realisieren. Darum bin ich übrigens Filmer geworden, dass man das aus dem Kopf rausholen kann und den Leuten sagen kann. Das macht riesig Spass. Und das sind wirklich so viele Leute, die mir so Türken dran sind, Körnerli, die haben mich unterstützt und denen gehört eigentlich der Preis. Danke vielmals. Und weil mich viele Leute, jetzt komme ich zum Ende, weil mich viele Leute im Rintel kennen, dass ich für meine Projekte muss gegen Geld betteln muss, hat es natürlich einiges bewirkt, wo in der Zeitung gestanden ist, 15'000 Franken kommen über. Ich will gerade schon sagen, damit niemand muss fragen, wann ich mit dem Geld tue. Jetzt haben wir einen uralten, nein, uralt ist er eigentlich nicht, einfach einen alten Traum erfüllen. Als ich am Gold Versus einen Film gesehen habe, ist ein Film, der über Landart die Kunst gemacht hat, Rivers and Tides. Da habe ich gedacht, irgendwann mache ich etwas Ähnliches. Es ist ein Film, der eigentlich nur Kunstwerkgeschichte erzählt und Kunstwerke, die in der Natur passieren. Und das Geld werde ich für das investieren und ich wette mal, es ist mehr oder weniger eine Ein-Mann-Show, denn ein einzelnes Projekt machen, das von A bis Z wirklich aus meiner Hand kommt und die Bilder meine Bilder sind. Danke nochmal, dass ihr da seid und danke, dass ihr heute gekommen seid. Und danke für alles. Wir danken euch.